Laika, ein Husky-Terrier-Mix, wurde vermutlich um 1954 in Moskau geboren. Laika wurde neben Albina und Muschka auserwählt, um auf die Sputnik-2-Mission für 1957 vorbereitet zu werden. Die Kapsel wog ohne die Hündin 18 Kilo. Die druckregulierte Kabine von Sputnik 2 war innen gepolstert und bot so viel Raum, dass Laika stehen oder liegen konnte. Ein Lüftungssystem versorgte die Zelle mit Sauerstoff und ein Ventilator kühlte sie, sobald die Innentemperatur 15 Grad überstieg. Albina sollte im Notfall als Ersatzhündin für Laika einspringen und mit Muschka wurden die Instrumente und Lebenserhaltungssysteme getestet. Laika wurde vom russischen Weltraumexperten Oleg Gassenko ausgewählt und trainiert. Laika blieb während der vorgegangenen Tests auch unter lange andauernden und intensiven Belastungen vergleichsweise ruhig, was sie für den Raumflug prädestinierte. Um die Tiere an die kleine Kabine von Sputnik 2 zu gewöhnen, wurden sie in immer kleineren Käfigen gehalten, jeweils für 15 bis 20 Tage. In der Enge hörten sie auf, Fäkalien auszuscheiden. Sie wurden deshalb unruhig und ihre Verfassung verschlechterte sich. Selbst Abführmittel konnte ihren Zustand nicht merklich verbessern, nur lange Trainingseinheiten waren dazu in der Lage. Die Hündinnen wurden auch in Zentrifugen gesteckt, welche die Beschleunigung bei einem Raketenflug simulierten. Spezielle Apparate erzeugten den Lärm und die Vibration in der Kapsel beim Start. Tests dieser Art bewirkten, dass sich der Herzschlag verdoppelt und der Blutdruck erhöht. Außerdem gewöhnte man die Hunde an ein besonderes Gel mit hohem Nährwert, das ihnen im Weltraum als Nahrung dienen sollte. Nach einem Dokument der NASA wurde Laika drei Tage vor dem Start der Mission am 31. Oktober 1957 in den Raumflugkörper untergebracht. Da es zu dieser Jahreszeit am Startgelände in Baikonur äußerst kühl war, wurde die Kapsel über einen Schlauch mit einer Klimaanlage verbunden, um den Container warm zu halten. Zwei Betreuer wurden beauftragt, Laikas Zustand ständig zu überwachen. Kurz vor dem Start der Rakete wurde Laikas Fell ein letztes Mal mit einer schwachen Alkohollösung gereinigt. Auf wichtigen Stellen ihres Körpers wurde Jod gestrichen und Sensoren befestigt, die ihre Körperfunktion überwachen sollten. Laika wurde ein Korsett angezogen und sie wurde mit einem Beutel für Fäkalien und Elektroden zur Messung der Vitalfunktion ausgestattet. Am 3. November 1957 begann ihre letzte Mission. Morgens um 2.30 Uhr startete die Rakete mit Laika vom Kosmodrom Baikonur. Während der ersten Minuten nach dem Start zeigten die Sensoren an, dass Laikas Puls auf den dreifachen Wert des Ruheniveaus anstieg. Nachdem sie die Schwerelosigkeit erreicht hatte, sank ihr Puls wieder. Allerdings dauerte das dreimal so lang wie bei den vorangegangenen Tests auf der Erde, was auf hohen Stress hindeutete. Es war geplant, Laika nach 10 Tagen im Orbit vergiftetes Futter zu verabreichen, um ihr einen qualvollen Tod beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zu ersparen. Leider kam es anders. Nach etwa 5 Stunden Flugzeit wurde vom Laikas Raumkapsel keine Lebenszeichen mehr übermittelt. Die wundervolle Hündin war vermutlich wegen des schlechten Wärmeschutzes einen Hitzetod gestorben. Die wahre Todesursache wurde erst nach Jahrzehnten öffentlich gemacht. Am 14. April 1958, 5 Monate später, nachdem Laikas Kapsel die Erde 2570 Mal umrundet hatte, wurde der Satellit beim Wiedereintritt in die Atmosphäre endgültig zerstört und die Reste verbrannten über dem Karibischen Meer. Laikas Rückkehr zur Erde war in der Missionsplanung leider nicht vorgesehen.